Dass ein schlampig geplantes, fahrlässig gerechnetes und katastrophal kommuniziertes Projekt in unserer eigentlich rationalen und vernünftigen Welt doch noch einmal überdacht und verändert wird, wächst von Tag zu Tag. Wer gestern im SWR die als Eisenbahnromantik getarnte, großartige Zusammenfassung der Sachlage von Stuttgart 21 gesehen hat. Ein Hoch auf die Pressefreiheit, dass dieser mutige Beitrag ausgestrahlt wurde. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was da jetzt los ist hinter den Kulissen beim SWR. Wer diese Sendung gesehen hat, kann eigentlich heute nur hier auf unserer Seite stehen. Selbst Wolfgang Schuster hat sich ja am Samstag in Gestalt von Volker Lösch schon hier eingereiht und möchte im Bürgerchor mitmachen. Vielleicht kommt es ja noch so weit. Aber im Ernst, falsch und schädlich ist und nicht den Interessen der Allgemeinheit dient, soll man dann trotzdem die Klappe halten und sich fügen, wie früher, wenn der Vater am Familientisch ein Machtwort gesprochen hat? Peter Rühmkorff aus Bleib erschütterbar und widersteh. Also, heute. Zum ersten, zweiten, letzten, allen durchgedrehten, ungehetzten, was ich kaum erhoben, wanken sehe, gestern an und morgen abgeschaltet, ausgerechnet der Architekt Christoph Ingenhofen, Baumeister für die RWE, die Lufthansa und die Europäische Investitionsbank in Luxemburg. Man in der DDR. Wenn man aber in einer Demokratie lebt, ist das Gefühl der Ohnmacht gegenüber den Entscheidungen des Kapitals und der Politik reine Einbildung. Er empfiehlt seinen Gegnern mehr Bescheidenheit. Und außerdem sagt er, der 1997 den Tiefbahnhof-Wettbewerb gewonnen hat, man wird doch irgendwann mit dem Bauen beginnen dürfen. Und das tun wir jetzt auch. Für ein autoritärer Vater der 60er Jahre.
Proteste und Demonstrationen, Bauzäune und Bretterverschläge vor Köpfen und die festgefügten Mauern der Ignoranz zum Einsturz bringen. Die schweigende Mehrheit und die nächsten Generationen werden uns dankbar sein, dass wir gegen ein zukunftsfressendes Monster Einspruch erhoben und ermöglicht haben, dass wirklich zukunftsträchtige und urbane Alternativen eine Chance bekommen. Dies ist eine historische Gelegenheit, wirklich innovativ zu sein. Und unerschrocken dafür einsetzen. Viel Glück! Wir bleiben oben! Einen Vortrag im Café Nil geben zum Thema ziviler Ungehorsam und da insbesondere unter dem Aspekt Recht. Am Mittwoch um 18 Uhr ist, ja, wir haben ein kammermusikalisches Konzert und zwar tritt um 19.01 Uhr das neu gegründete Status unwiederbringlich verlieren wird. Ich halte das für tragisch und sehe es als meine Justizminister ist. In beinahe allen anderen Bundesländern ist die Denkmalpflege eine Sache der Kultur. In Baden-Württemberg eine der Wirtschaft. Wer sich heute noch gegen das abgeschlossene Planfeststellungsverfahren äußert, muss sich als ewig gestriger Modernitätsgala Hauptbahnhof tatsächlich in einer Reihe mit diesen Monumenten. Und er hätte dort auch offiziell seinen Platz finden können. Die Pyramiden sind 1979 Weltkulturerbe geworden, das Kolosseum 1980, der Eiffelturm 1991. Im November 2009 empfahlen Mitglieder von ICOMOS, des Internationalen Rates für Denkmalpflege, die Aufnahme des Stuttgarter Hauptbahnhofs ins UNESCO-Weltkulturerbe. Leider hätte der Antrag von den politischen Stellen kommen müssen, die sich als Projektpartner des Projekts Stuttgart 21 nicht in der Lage sahen, ihn zu stellen. Warum lieben Sie ihn, Ihren überall in der Welt geachteten Bahnhof nicht? Von Gleis- und Gartenanlagen eingebunden. Dieses Denkmalensemble der Neuplanung zu opfern, ist ein nicht wieder gut zu machender Fehler. Was an Eingriffen in die bestehende Bausubstanz der Bahnhofsgebäude geplant ist, macht aus einem Wahrzeichen Stuttgarts, das in der Baugeschichte Weltruf genießt, eine trostlose Shoppingmauer mit Gleisanschluss. Des Denkmalschutzes. 1,5 Kilometer Gleisvorfeld denkmalgerecht zu erhalten und den Bahnhof dennoch quer zu untertunneln. Verantwortlichen noch in letzter Minute zu irgendeiner Form von gesunder Einsicht gelangen. Herzlichen Dank, lieber Professor Dr. Nils Bündner, für diesen Beitrag. Ich möchte jetzt einen prominenten Gast der heutigen Montagsdemo begrüßen. Denn in unseren Reihen befindet sich der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn in Baden-Württemberg, Werner Klingberg.
sicherer Quelle, dass nächste Woche schweres Baugerät angefahren werden soll hier. Ich möchte euch und Sie bitten, sich möglichst, wenn Sie es noch nicht getan haben, bei den Parkschützern zu registrieren, damit wir relativ schnell viele Leute hier an den Bahnhof bekommen, denn je schneller wir reagieren, desto stärker sind wir. Schiller und der Hauptbahnhof. Er, der am Boxer einst den Freunden mit Feuer aus den Räubern las, er hätte sicherlich nicht Däumchen gedreht im grünen Stadtparkgras. Es hat gewiss auch ihn beschäftigt, der einen Wilhelm Tell uns schuf. Er hätte mitgemischt und deftig, schließlich war Denken sein Beruf. Wie wird er sich konkret verhalten? Stünd er mit Trenchcoat, Tröte, Hut vor der Bank massiv im Sommerregen und stellte sich mit der Menge gut? Stieg er nach kürzestem Bedenken in Jeans und Turnschuhen aufs Podest, entflammte wieder die Tyrannen mit Sturm und Drang und Manifest? Käme er dem Bürgerchor zu Hilfe und steuerte selbst Texte bei und dirigierte ihn am Ende wie Klinsmann, schwäbisch, frank und frei. Vielleicht mag ich mich in ihm täuschen, dann säß er im PR-Büro, im schwarzen Rollkragenpullover, so Latte Macchiato so, und röch an seinen faulen Apfel, den der Designer-Schreibtisch wirkt, für die Idee zu einem Slogan, der Großbaustellenlust bewirkt. Ist's möglich, dass ihn inspirierte der Fortschritt-Geld-Kulturkonflikt zu einem Bahnhof-Menschheitsdrama, gespickt mit Wahrheit und verzwickt? Wenn ja, wie müsste das Drama heißen? Trüg es den Namen Rockenbauch? Hieß es wohl Schuster, Drechsler, Wölfle, die Räuber zweiter Teil, ging's auch? Und wäre diese Wahl entschieden, das Drama hätte welchen Stil? Die nahen Zeiten werden es weisen, ob Komödie, Schauspiel, Trauerspiel. Gut, wir werden uns abwechseln. Am Akkordeon Eva Greta. Applaus! Wir sind viele tausend Leute und wir wachsen. Thank you.
für ein Moratorium zu werben, für eine erneute Bürgerbefragung. Wir fordern einen sofortigen Baustopp. Montag. Und als Gäste haben wir den Friedensforscher Dr. Wolfgang Stern.